Now, it's time to play America's Army Proving Grounds. Wir spielen die Map Downtown und die Runde läuft schon. Es steht sogar schon 3-2 und es geht ja nur bis 1-5. Das heißt, dieses Match könnte hier schnell zu Ende sein, aber auch maximal 3 Runden können wir noch sehr in die Länge ziehen. Ich will euch das hier nicht vorenthalten. Downtown ist ein, ja, wieder mal Take Defense Assault basierender Modus. Ihr seht hier den Punkt, den wir da haben. X, ich möchte mich jetzt auch nicht direkt in die Fluten hier schmeißen. Wir sind wieder in 12 gegen 12 unterwegs und ich kenne die Map gar nicht. Also mit gar nicht meine ich gar nicht, gar nicht. Ich war auch die ersten beiden Runden nicht hier dabei. Bin jetzt gerade erst dazu gekommen. Nochmal hier Sonnennade. Wir hoffen, dass ich ihn verbinden kann. Hat auch geklappt. War nämlich eine Flash, auch wenn es mich damit selbst geflasht hat. Bandagieren, weil ich am Bluten bin. Das habe ich eben, ich wurde mir nämlich in den Kommentaren gesagt. Natürlich, wenn ich blute, der rote Balken ist, wenn ich ausbluten bin, dann darf ich mich bandagieren. Das war sogar mein Kill. Jetzt muss ich mich bandagieren. Sonst blute ich aus. Und komm schon, komm schon, komm schon. Okay, nochmal die Blutung gestoppt. Wieso ist er denn reingerannt, verdammt? Ach! So, scheinbar so. Ich kann noch gerettet werden. Kaboom kann auch noch den Dingens aufheben. Macht das? Ja. Werde ich jetzt auch noch aufgehoben oder werde ich links liegen gelassen, oben wie ein Kadaver auf der Treppe. Seht mich euch an, seht mich an, wie ich da hänge. Ich habe auch denselben Move, wie ich da ist, die Flash. Und jetzt will er mich aufheben. Oh, ich werde wieder belebt. Ich werde... Dankeschön, Bro. Unten ist einer. Ich muss ihm Rückendeckung geben, das bin ich mir schuldig. Mission erfolgreich und da Gott sei Dank der Quormo, den ich geteamkillt habe, hat noch 2 Kills geholt. 1-1 für mich als Verhältnis. Teamkill zieht Gott sei Dank keine Kills ab. Auch wenn die Statistik hier am Ende total wurscht ist. Hauptsache man war am Ende auch hilfreich. Hier dürfte ich eigentlich die Sniper Rifle spielen können mit Midrange Scope. Sag ich mal. Wir müssen diesmal angreifen. Also hier müssen wir die Flagge holen. Wenn wir die Runde verlieren, geht's in die finale Runde. Das war ein Riesenfehler, aber ich bin schon am Auto. Jetzt sitze ich hier. Lass ich blute wieder aus. Ah, Mann. Den hier sichern mal, dass ihn keiner mehr retten kann. Eingetütet. Und da holen wir den finalen Kill. Okay, die Runde war doch kürzer als gedacht. Ich werde am besten in der Lobby bleiben. Und dann schneiden wir die nächste direkt hinterher. Hier kann ich wenigstens noch einen Kill holen. Wir bleiben einfach drin und lassen es jetzt durchlaufen bis zur nächsten Map. Es ging jetzt doch schneller, als ich erwartet habe. Obwohl, es gibt, glaube ich, einfach ein Rematch. Oder habe ich mich jetzt in der kompletten Runde vertan? 3-4. Ach, perfekt. Wir lagen hinten. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin ja ins Verliererteam gegangen. Oder ich wurde gewechselt. Vielleicht wegen Autoteam-Balance. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ist ja dann wunderbar. Ach, die Runde ist noch gar nicht vorbei. Vorbei. Wir haben noch die Chance.
Grenade! Grenade! Enemy spotted! Ich würde auch gerne wen sehen. Die Fenster da oben sind nicht echt. Immer noch nicht. Oh, jetzt. Ah, wir verbluten. Mein Gott, mit der Sniper ein paar Mal verfehlt. Ah, mit der Pistole haben wir dann noch geholt. Er war der Endboss. Das ist sein Name gewesen. Hätte er so viel ausgehalten. Wir ziehen weiter. I'm hurt. Ach, Mihawk. Kam jetzt von der falschen Seite. Ich hatte auch irgendwie einen Kackskorb. Er will mich eintüten. Nein, er rettet seinen Freund. Der will mich eintüten. Aber hier kommt unser Kollege. Will er mich aufheben? Ich lieg eigentlich, glaube ich, ganz gut. Obwohl, 3 gegen 4. Komm, ihr braucht mich. Gib mich auf, Mann. Blade. Oder X-Play. Hier. Need a medic. Los. Ich auch. Nein. Blade ist am Start. Aber Blade kann mich noch retten. Okay, er rettet mich. Und dann sind wir wieder im Rennen. Zieh ich hier schnell rüber. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ach, da war noch einer. Wenn ich da rüber... Okay, ich versuch's nochmal. Dankeschön, Mann. Braid, das war's gut bei mir. Jetzt habe ich auch kein Leben mehr danach. Erstmal reviven wir, bevor die Hörner so die Flagge aufheben. I'm out. Reloading. Da war er. Aber erfolgreich. Wir ziehen sogar noch in die Länge. Jetzt steht es nämlich 4 zu 4. Huh, wir sind noch dabei, Leute. Wir sind noch im Rennen. Dachte, es wäre schon vorbei. Aber so ist es halt nicht. 4 zu 4, Best of 9, nächste Runde. Und jetzt nehmen wir hier Assault Rifle, Ironside. Wir starten hier mal klassisch jetzt. Oh, geiler Gangster hier. Das war ein echter Gangster. Cooles Spray. Und move. Granaten sind hier ein Albtraum. So viel dazu. Gormo. Ich werde noch einmal wiederbelebt. Gormo wurde jetzt selber voll blind, aber ich komme noch mal weg. Reloading. Schnell die Leiter hoch, komm schon, run! Hat sich am Boden gelegt, ich habe ihn nicht mehr gesehen und jetzt tütet er hier meinen Kumpel ein, ey. Jetzt will er mich auch noch eintüten. Nein, noch haben sie mich nicht eingetütet. Kumpel ist weg, er wurde eingetütet vom Endboss. Mann, das war wieder nicht gut. Es war wieder nicht gut von mir. Er hat sie einfach auf den Boden geschmissen. Oh, ich werde wiederbelebt, aber bin ich da schon zu spät? Ne, anscheinend komme ich aber nicht wieder.
manchmal verstehe ich das nicht. Bin ich da schon zu weit verletzt worden? Also er hat mich ja wieder versucht aufzuheben, aber hat ja nicht geklappt. Es kam auch dieses Symbol nicht. Keine Ahnung, ob man das irgendwie ablehnt oder sonstiges. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber da kommen wir noch zu. Und nächste Runde wird besser. Leider werden wir das Match jetzt noch verlieren. Ich denke nicht, dass der gute Boo jetzt die alle holt. Ich denke, er holt nicht mal ein. Jetzt ist nichts gegen King Boo, weil er hat 14-11. Er ist ein guter. Er ist ein guter in unserem Team. Und aber was war jetzt los? Was hat ihn jetzt. Oh, da hat er so einen gesehen. Sieht hier die Füße, tänzelt schön rechts raus, tänzelt wieder links rein. Sieht geil aus. Und sagt, von der Seite hat es ihn erwischt. Damit haben wir die Mission verloren und wir sehen uns im nächsten richtigen Part von America's Army Proving Grounds wieder. Schaltet wieder ein. Macht's gut, Leute, und tschüss.